Hallo, guten Morgen. Ist es nicht cool? Ich trinke immer morgens meinen Kaffee im Bett und bin dann überhaupt noch nicht gemake-upt oder so, ne? Und bearbeite Sprachnachrichten, Textnachrichten, Telegram, Austausch mit meinen VIPs in der Gruppe. Ja, und jetzt habe ich hier eine wichtige Message für euch, die ich euch gleich abgeben will. Und nicht, dass euer Verstand irgendwie Craziness macht. Oh, die ist ja noch im Bett und so. Habe ich jetzt hier einen tollen Filter für euch gefunden, der mich aussehen lässt, als sei ich das frische, blühende Leben. Wie schön ist das denn? Also, diese Sache mit dem Befreiungsschlag. Das ist etwas, was ich immer mal wieder tun muss. Das Alte zerstören als Coach. Das Alte wirklich an den Pranger zu nageln, hinzustellen, die Aufmerksamkeit meiner Coaches da drauf halten und sagen, willst du diese Scheiße doch nicht mehr? Dann hör auf, diese Scheiße zu rechtfertigen. Hör auf, Geschichten über diese Scheiße zu erzählen. Hör auf, dir zu sagen, warum diese Scheiße gut ist. Hör auf, dir immer wieder irgendwelche Ausreden einfallen zu lassen, warum diese Scheiße nicht mehr geht. Und wenn ich dir sage in diesem Zusammenhang, dann meine ich deinen konditionierten Verstand, dein altes Denken, deine alte Welt, die hier aktiv ist. Und wenn ich dann so klar und so bäm unterwegs bin, dann ist es niemals ein Angriff an dein Divine Design. Ich spreche mit deinem Verstand, ich spreche mit deinem Denken. Ich bin hier, ich werde von dir dafür bezahlt, dir deine Scheiße rauszuziehen, auf den Tisch zu legen, sodass du noch einmal, ich sage es ganz krass, drüber kotzen kannst und sagen kannst mit einem Bam, das will ich nicht mehr. Das will ich nicht mehr. Es ist jetzt fertig, es ist genug mit diesem alten Dreck. Und wir sind so ein bisschen konditioniert, lieb sein zu müssen, liebe Worte führen zu müssen, alles mit Liebe, mit bedingungsloser Liebe zu machen. Und diese Vorstellung nimmt uns unsere Power. Diese Vorstellung, dass wir nicht lieb sind, wenn wir klar sind, wenn wir kraftvoll sind, wenn wir entschieden sind, wenn wir kompromisslos sind, wenn wir nichts anderes mehr zulassen in unserer Welt, weil wir kreieren ja diese Welt, dann haben wir hier echt eine riesengroße Blockade. Wenn ich mir nicht erlaube, diese Power an den Tag zu legen, diese Klarheit, diese Integrität, diese ich stehe für nichts anderes zur Verfügung, Klarheit, eiere ich in meinen Manifestationen herum. Und ich merke es immer wieder, es ist für viele so, so schwer, in diese Kraft und in diese Power, in dieses Bam einzutreten, weil sie glauben, das ist nicht lieb, das ist nicht weiblich, das macht man nicht, da wird einem Tore verschlossen. Aber du bist doch alles. Und du bist doch die Kraft. Du musst dir doch diese Kraft und diese Power erlauben. Du musst dir doch erlauben, kraftvoll und klar zu sein. Du musst dir doch erlauben, deine Wünsche zu wollen und dafür einzustehen und einfach klar und deutlich dahinter zu stehen. Und wenn du hinter deinen Wünschen nicht stehst, und wenn du hinter, dann stehst du nicht hinter dir. Und dann kommt es nicht. Dann kommt das Leben nicht, weil du nicht die Frau bist, die hinter diesen Wünschen steht, weil du nicht die Persönlichkeit bist, die sich das erlaubt zu wollen. Und wenn du dir das nicht erlaubst zu wollen, dann kannst du dir das auch nicht erlauben zu sehen. Und diese alte Scheiße, das sind krasse, krasse Denkmuster, die ich immer wieder sehe, wo Blockaden sind, wo, Schweizerdeutsch, egal. Die Blockaden sind, das blockiert dich. Dieses sanfte, oh,
Ach, ich muss doch so weiblich und so locker sein und ich darf doch nicht so bäm bäm klar sein. Das hat miteinander nichts zu tun. Aber wenn du nicht bäm bäm klar bist, wenn du nicht bäm bäm weißt, was dir zusteht, dann wirst du es nicht bekommen. Bei aller Liebe. Bei aller Liebe. Kennst du diese Aussage? Kennst du dieses Sprichwort? Bei aller Liebe. Es wird bei aller Liebe nicht in deine Welt kommen. Du musst fordern. Und fordern ist nicht ein Wegnehmen, sondern fordern ist ein Hinkreieren. Es steht dir zu und du sagst, gut, ich will's haben. Aber es kann dir alles zustehen, wenn du nicht bereit bist zu sagen, gut, ich will's haben, ich will's sein, ich will's leben, ich will's erleben, dann wirst du immer diejenige, derjenige sein, der schaut den anderen zu, wie sie's haben und wie sie's erleben und glaubt immer noch, es ist nur für die anderen und nicht für mich. Aber die anderen machen nur eines. Sie sagen, es gibt keinen Unterschied. Ich bin die Schöpfung. Ich sage, was geschaffen wird. Ich sage, wie geschaffen wird. Ich habe die Regeln. Die Regeln sind meine Regeln. Und meine Regeln sind gut. Weil meine Regeln sind nicht schädigend, sondern meine Regeln sind erfüllend. Ich suche meine Erfüllung und ich sehe die Erfüllung für alle, die für alle möglich ist. Aber nur, wenn ich meine Erfüllung sehe, spüre, erkenne, kreiere, bin ich ein Mensch, der Erfüllung sieht. Und solange ich das nicht sehe, solange ich das nicht bin, solange ich da nicht eintrete in diese große Welt der Erfüllung, der Fülle für alle, bedingungslos. Und alle, die von bedingungsloser Liebe sprechen, müssen wissen, was bedingungslos heißt. Weil bedingungslose Liebe heißt eben nicht, dass die Liebe an eine Wortwahl bedingt ist. Bedingungslose Liebe heißt nicht, dass die Liebe nur auf die ein oder andere Art und Weise kommen kann. Heißt es nicht. Bedingungslose Liebe heißt nicht, dass ich irgendetwas machen, tun, ausdrücken muss, damit es bedingungslose Liebe heißen darf. Es ist bedingungslose Liebe, wenn es aus dem höchsten Gefühl der Fülle, aus dem höchsten Gefühl, dass alles in Ordnung ist. Liebe heißt Juhu, Bliss, in Ordnung, Glückseligkeit. Das heißt es. Und es ist an nichts gebunden. An keine Wortwahl, an keine Unterwürfigkeit, an nichts. Es ist, so wie du sagst, 0 oder 1. Es ist, so wie du denkst, 0 oder 1. Es gibt dafür keine Bedingungen. Wir leben in einem bedingungslosen Universum und wir versuchen uns immer noch mit Bedingungen und Zusammenhängen in diesem bedingungslosen Universum zurechtzufinden, wobei die Energie da ist oder nicht. Und das gilt es zu begreifen, das gilt es umzusetzen. Ich bin es oder ich bin es nicht. Ich bin die, die es hat oder die es nicht hat. Ich bin die, die es schafft oder die es nicht schafft. Ich bin die, die es empfängt oder die es nicht empfängt. Aber du kannst alles vergessen. Hi Petra. Du kannst alles vergessen, was dir sagt, oh, es ist nur, wenn ich so bin. Ich muss dazu erst so, ich muss dazu erst dieses und muss dazu erst jenes. Du musst dazu eine Entscheidung treffen und dabei bleiben. Und Entscheidungen sind manchmal hart. Sie sind hart, sie sind bäm. Sie sind, es ist so und ich weiche nicht. Und von außen kommt wieder, ne, 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 ne. Und das Außen ist nur meine innere, ne, 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 ne. Und wenn ich
das weiß und sage, ich entscheide, wie es ist und ich gehe dafür und ich bleibe dabei und so ist es in meiner Welt, so funktioniert es in meiner Welt, die Dinge sind in meiner Welt so, wie ich sie sehe, in meiner Welt und was du in deiner Welt siehst, hat mit mir nichts zu tun. Ich lebe in meiner Welt, weil meine Welt ist voll mit bedingungsloser Fülle und Liebe und zwar bedingungslos. Du kannst kommen oder kannst bleiben, wo du in deiner Welt bist, kannst dich inspirieren lassen von meiner Welt und die Dinge aus meiner Welt, die eben Divine Design sind, kannst du gerne übernehmen, weil hier ist Fülle. Du kannst Divine Design nicht bremsen, du kannst Divine Design nicht in Bedingungen setzen, du kannst Divine Design nicht irgendwo in dein Human Design reinpacken. Und deswegen sei okay mit Bam, sei okay mit Klarheit. Sei okay mit dem, was du wirklich willst. Sei okay für dich einzustehen und sei okay zu sagen, ja oder nein. Und wenn wieder das Angebot kommt von etwas, was du nicht möchtest, dann sagst du nein. Weil ich möchte das nicht. Ich möchte das nicht in meiner Welt haben. Ich möchte das nicht bespielt haben. Ich möchte da keine Aufmerksamkeit reingeben. Ich möchte das nicht kreieren. Es ist nicht präsent für mich. Und wenn du es mir noch so unter die Augen reibst, lieber Verstand, der im Außen mir gespiegelt wird, nein, danke. Nein, ich muss nicht mal Danke sagen. Ich sage einfach nein. 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 Was ist daran so schwer? Was ist daran so schwer? Wir sind konditioniert, dass man nicht Nein sagen darf, dass man böse ist, wenn man Nein sagt, dass man nicht geliebt wird, wenn man Nein sagt. Aber ich werde bedingungslos geliebt. Ich darf Nein sagen. Egal, ich darf Nein zu den Dingen sagen, die nicht mir entsprechen, die nicht meinem Divine Design entsprechen, die nicht der Fülle entsprechen, die nicht der Begeisterung entsprechen, die nicht der Freiheit entsprechen, die nicht der kompletten Unterstützung entsprechen. Nein, nein. Und hier geht es nur um die innere Konversation, die mir im Außen gezeigt wird. Okay, aber ich muss nicht im Außen konversieren, sondern ich rede im Inneren. Und dieses klare Gespräch, wenn ich es mir nicht erlaube, in meinem Inneren, nein. Und wenn ich das in meinem Coaching mache und ich mit dir äußere Gespräche zu deinem Inneren, mit deinem Inneren führe, mit deinem Verstand, der das sich nicht erlaubt und ich einfach dir beibringe, wie Nein geht, wie so ist es nicht geht, stopp, hier endet es geht, dann klingt es vielleicht manchmal lieblos. Aber es ist so voll Liebe. Es ist so verdammt nochmal voll Liebe. Weil ich muss es tun, damit du es lernst, Nein zu sagen, damit du lernst, Stopp zu sagen, damit du lernst, zu sehen, wo du wieder diese kleine Scheiße kreierst, die du nicht mehr haben willst, wo du dir wieder Ablehnung kreierst, die du nicht haben willst, wo du wieder Rückschlüsse ziehst, die du nicht haben willst. Ich bin diese neue Stimme in deinem Kopf, die dir sagt, nein, die du brauchst in deinem Kopf, wenn wieder dein Autopilot, dein Automatismus, wenn wieder deine Konstante dahin läuft und irgendwie dir Zeug ins Leben holt und kreiert und du denkst, oh, da habe ich was falsch gemacht, oh, wie ist das wieder gekommen, oh, wie habe ich das wieder kreiert, womit habe ich das verdient, ich schlechter Mensch, oh mein Gott. Nein, du bist perfekt, du bist göttliche Perfektion. Du bist in Ordnung, dein Leben ist immer in Ordnung, du kannst immer neu wählen. Du kannst die Welt so sehen, die Menschen so sehen, wie du es willst und dann wird es so sein. Ja, aber vielleicht geht es bei mir. Nein, bei dir geht es genauso. Es ist ein Prinzip, es ist ein absolut hundertprozentiges Prinzip, das kannst du nicht brechen. Ja, aber ich habe immer schon diese Probleme gehabt und du weißt von meiner Familie her und meine Mutter war so und so und mein Vater hat so und so und da war das immer normal und dann habe ich Probleme gehabt mit meiner Gesundheit. Nein, es interessiert mich nicht. Nein,
Ich will wissen, was du haben möchtest. Ich will wissen, wie du leben möchtest. Ich will wissen, was du noch erleben möchtest. Ich will wissen, wie du behandelt werden möchtest. Ich will wissen, wie du hier im Leben stehen möchtest. Okay. Und dann bist du da. Dann bist du da, dann bist du bei dir. Dann bist du angekommen im letzten goldenen Moment. Und dann geht es auch um gewissermaßen schnell. Aber wenn ich so mit dir rede und sage, ja, du Arme, ich verstehe dich doch. Ja, das ist schon schwer, wenn man so eine Mutter hat. Das kannst du machen mit jedem anderen Menschen auf dieser Welt. Aber wenn du einen guten Coach haben willst, der dich genau dahin bringt, wo du sein möchtest, der hört sich nicht dein Mimimi und dein Bibibib an, weil es uninteressant ist, weil es irrelevant ist, weil du es nicht mehr haben willst. Du bist zu mir gekommen, weil du es anders haben willst. Du bist zu mir gekommen, weil du dein Divine Design leben willst, weil du es kennenlernen willst. Dann müssen wir nicht die kostbare Zeit, für die du mich bezahlst, damit verschwenden, deine Geschichte aufzuarbeiten, damit ich weiß, wo du herkommst. I don't care, wo du herkommst. Du bist Divine Design, du bist wunderbar, du bist göttlich, du bist perfekt, du bist alles. Du kannst alles haben, was es will. Willst. Du musst mich nicht dafür bezahlen, mir dein Mimimi in der Vergangenheit zu erzählen. Wenn es relevant ist, wenn es dir helfen kann, weiterzugehen, weiterzuwachsen, reden wir darüber. Aber auf eine Art und Weise, die anders ist, wie die Art und Weise, wo du immer wieder kaust und wieder auf Wiedervorlage setzt und legst, was du nicht haben willst. Wenn es wichtig ist, dass du mir erzählst, was du für Ansichten hast, was du für Erlebnisse hast, dann mache ich das mit einer Art und Weise so, dass du erkennst, wie das in Zukunft sein darf für dich, dass es dir das kreiert, was du haben möchtest. Aber ich brauche nicht stundenlange Erklärungen über deine Vergangenheit, weil deine Vergangenheit ist Human Design, deine Vergangenheit ist beschränkt, deine Vergangenheit ist voll Leid, deine Vergangenheit ist voll Unmöglichkeiten. Da will ich nicht mit dir leben. Warum sollte ich das tun? Warum solltest du mich dafür bezahlen, dass ich mit dir in Dingen schwelge und Dinge kreiere, die du nicht mehr möchtest? Und dazu braucht es einen Cut, dazu braucht es ein Bam, dazu muss das Alte sterben, dazu muss diese alte Geschichte sterben, dazu muss die alte Vorstellung sterben, dass du dich über deine Ahnenlinien, über deine Herkunft irgendwo identifizierst. Du bist Divine Design. Jetzt, hier, jeden Moment eine neue Geschichte, einen neuen Ausblick, eine neue Persönlichkeit ist jetzt geboren. Und es gibt nur jetzt, 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 jetzt. Verschwende nicht deine wertvolle Zeit mit deiner Vergangenheit. Verschwende es nicht. Lebe, erlebe Zukunft, erlebe Freude, erlebe Ekstase, erlebe Bedingungslosigkeit, erlebe deine Power. Und suche nicht mehr die Liebe. Suche nicht mehr die Liebe. Sie ist da. Egal wie du bist, egal was du machst, egal wie kraftvoll du bist. Suche nicht mehr das Mimimi, du bist so toll. Du weißt es, du bist toll. Du bist großartig. Suche nicht mehr den Zuspruch. Weiß, dass du als Schöpfer überhaupt keinen Zuspruch brauchst, weil du bist es doch schon lange. Wisse es in jeder Zelle deines Körpers. Verankere es in jeder Zelle deines Körpers. Verankere es in jedem verdammten Gedanken, den du machst jeden Tag, verankere es in jeder Ansicht, verankere es in jedem Rückschluss, verankere es in jeder Überzeugung über dich selber. Lass die Power zu. Lass diese verdammte Power zu und hör auf zu glauben, dass Liebe nur kommt, wenn du diese bedingte Liebe spielst. Wenn du diese Liebe spielst, wenn du das liebe Mädchen spielst, wenn du diese Sanfte spielst, diese Sanftmütige, da ist keine Power drin, da ist keine Schöpferkraft drin, da ist Unterwerfung drin, da ist Opfer drin. Lass dir das nicht mehr sagen. Steig aus diesem bedingten Shit, steig aus. Und erlaube niemanden in deinem Kopf,
niemanden in deinem Kopf, niemanden in deiner Vorstellung, der sich im Außen zeigt, wieder zu sagen, du bist nicht lieb gewesen. Du bist ein böses Mädchen. Und wenn du so ein böses, kraftvolles, starkes Mädchen bist, das weiß, was sie will und das weiß, was sie nicht will, dann liebe ich dich nicht. Das ist dein einziges Problem bei dieser bösen Mädchenrolle, dass wir sagen, kraftvoll ist böse, Klarheit ist böse, Nein zu sagen ist böse. Ja? Und wir haben alle entweder diese Rolle vom bösen Mädchen oder vom lieben Mädchen. Ich bin, ist voll in Ordnung. Liebes Mädchen, böses Mädchen, ist eine Kategorisierung, die gibt es im Divine Design nicht. Und wenn du da rausspringst, und das ist etwas, was ich übrigens teache mit Divine Jumping, wenn du da rausspringst, brauchst du eine Kraft, Sprung, Bäm. Wer ist schon mal ohne Kraft, ohne Sprung? So leicht gesprungen, so. Wo springst du denn da hin? Du springst wieder am Platz. Du musst rausspringen, nach vorne springen, in deine Zukunft springen, in deine zukünftige Realität und Identität. Und wenn das so schwach ist, dann ist es schwach. Aber Schöpfung ist Bäm. Ich meine, die Leute sprechen sogar vom Urknall, ja? Das ist Bombe! Es ist oder es ist nicht. Es ist Bombe! Und ich meine, die, die schon mal ein Kind geboren haben, wie ist denn das? Ah, oh ja, upsi. Das Pressen, raus damit, erschaffen, erschöpfen. Da kannst du nicht, nein, ich behalte es. Oh, vielleicht sollte ich es lieber drin behalten. Oh, der Kopf ist schon halb draußen. Es tut weh. Aua, nein, nein, ich will wieder, dass es reingeht. Ich will, dass es zurück ist. Nein, Baby, Schöpfung. Geh nach vorne. Schöpfung presst. Schöpfung ist kraftvoll. Schöpfung geht raus mit einem Bäm. Okay? Also, erlaube dir deine Power. Deine Power ist Schöpfung. Deine Power ist Liebe. Du bist Liebe, bedingungslos. Und wenn du schreist, wenn du Kraft zeigst, dann ist es nur vorwärts, vorwärts. Geh, erlaub's dir. Geh für dich. Geh raus aus diesem verdammten Human Design, das dir so viele Vorschriften macht, das so eng ist. Das brauchst du nicht, das tut weh, Enge tut weh, es quetscht, es drückt, es entspricht uns nicht. Ja, in dieser Urknall-Energie wird übrigens Ultramind stattfinden, dieses entweder 6 Monate oder 12 Monate Mastermind. Es startet am 1. Juli, du merkst, ich lasse wieder neue Infos raus, startet am 1. Juli. Für die, die im Business-Programm sind, gibt es eine Möglichkeit, da einzusteigen, eine super Möglichkeit, eine Wow-Möglichkeit. Ihr werdet nichts verpassen. Es wird ein super geiler Aufbau sein. Aber Ultramind, das ist die Energie von Ultramind. Die ist so Bombe. Das ist Power. Und es ist wirklich nur für die Frau, die bereit ist, echt jetzt die Bombe platzen zu lassen in ihrem Leben. Die Bombe reinzuschmeißen in ihr altes Leben, alles explodieren zu lassen, was ihr nicht mehr dienlich ist, was sie einengt, was sie unterdrückt, was sie nicht mehr haben will. Alles klar? Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und bis bald. Ciao.